Moin, liebe Leute! Freunde! Und SchulabbrecherInnen! Wir sind die Kopfkracher! Gesha und Fritanku! Und das ist unser Podcast! Juhu, Folge 2! Ja, Folge 2, und zwar handelt er von Vorbildern und ob die überhaupt in den Rahmen passen. So framing-mäßig. Ja, und wir framen hier nochmal die erste Folge so ein bisschen an, oder? Oh, bitte, bitte, bitte. Da haben wir nämlich ein paar Rückmeldungen bekommen, insbesondere zwei Kommentare bei YouTube. Und du hast die Rückmeldung bekommen, ich habe die nicht bekommen. Die sind öffentlich einsehbar, du hättest die auch sehen können. Du hast meinen Account gesperrt. Den kompletten YouTube-Zugriff habe ich dir gesperrt. Ich habe dir Computerverbot gegeben bis zum Ende der Woche. Nein, nein, nein. Zack. Du kriegst auch Tafeln Schokoladen von mir. Nein, pass auf. Den ersten habe ich gelesen. Der erste war von Sabrine Sabrina. Ja. Sabrina Sabrine, Entschuldigung. Sabrina Sabrine. Ich habe jetzt wie in Schlesien zuerst den Nachnamen genannt. Schlesien, okay. Manchmal, ne? Als Weltenbürger kommt man manchmal durcheinander. Ja. Und das ist ja eine sehr bekannte Schauspielerin, Berliner Schauspielerin, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die ist mittlerweile aber in Plauen. Plauen im Umland von, also im, ich will sagen, Plauen-Oberer Bahnhof, aber das ist im Vogtland in erster Linie. Im Vogtland? Genau, da ist sie jetzt mittlerweile am Theater unterwegs und macht dort Plauen. So Musical-Sachen und so weiter. Und das Witzige ist ja wirklich, dass auch Plauen in unserer Biografie eine Rolle spielen wird. Das stimmt. Das müssen wir aber eine eigene Folge drüber machen. Oh Gott. Und es wird eine schlimme Folge werden. So. Aber was war der andere Kommentar? Der andere Kommentar, der war von... Ich spanne dich ein bisschen auf die Folter. Ja, Martin bitte. Olszewski. Nein. Doch. Ehrlich? Ja, natürlich. Mo, auch genannt Mo. Mo, genau. Der hat mit uns damals rumgechillt und der hat tatsächlich geschrieben, dass er sich erinnert, als wäre es gestern, dass er mit uns D-Track gezockt hätte und Commander Keen. Nein, es ist ja verrückt. Und da war er echt dabei. Ach, ja, verrückt. Und im Unterschied zu dir und mir, also bei dir ist das jetzt spekulativ, erinnerte er sich daran, dass ich eine legendäre Salino-Tür hatte. Nein, weißt stimmt, deine Salino-Tür. Ja, ich weiß das noch sehr genau. Mhm. Du hattest in deinem Zimmer eine weiße Zimmertür übrigens, also weiß waren auch die Wände, genau. Bedeckt mit Postern natürlich. Und an der Zimmertür war natürlich. Ein Macho Man Randy Savage Poster, riesengroß. Er hatte etwas lilan-gelbenes an, das weiß ich auch noch. Mhm. Und über dieser Tür, über dem Poster oder unter dem Poster, weiß ich nicht genau, hast du Salinos hingeklebt. Also so kleine Lakritz-Karos, die hast du daran geklebt. Ja, ja. Die gab es damals bei uns in der Schulcafeteria, ne? Für 5 Pfennig das Stück. Ich weiß noch. Im Beutel. Eine Mark waren dann 20 Salinos. Zack. Ja. Und immer irgendwie in der Mittagspause oder sowas sind wir da hingegangen und haben dann irgendwie diese Salinos gegessen, so ein Beutel voll oder sowas. Und wenn wir nur Salinos gegessen haben. Wie bitte? Ja. Du bist in der großen Pause ist man doch dahin gelaufen. Bei mir war das eher dann irgendwie so nach der 6. Stunde. Okay, gut. Oder 7. Keine Ahnung. Gut. Genau, und dann gab es immer irgendwie so Snickers und Salinos. Und die Salinos haben dann manchmal auch so dazu geführt, dass man dann ein bisschen flauen Magen hatte. Mm. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Grund war, warum ich dann vielleicht immer die Reste an meine Tür rangeheftet habe. Ich weiß es nicht. Die hielten auf jeden Fall immer besonders gut, wenn man sie einmal kurz vorher angeleckt hat. Ja, natürlich. Snickers und Salinos, das war die Bio-Küche, ne, in unserer Schule. Respekt. Ja. Übrigens, mal kurz, Herr Mathematiker, wie berechnet man nochmal den Flächeninhalt von so einem, von einer Raute? Ja. Also ich kann dir so viel verraten, die Winkel miteinander addiert ergeben 360 Grad. Oho, ist mir beim Viereck auch schon mal aufgefallen. Wie ist denn das beim Flächeninhalt? Sag mal an. A mal B, A mal, zweimal H durch, zweimal H durch A. zweimal A durch A. Dann hat also jede Raute immer einen Inhalt von 2. Okay. A mal B. Ist A mal B. Okay, alles klar. Ja. Ist doch, eine Raute ist doch quasi ein Viereck. So ist ja schon, auch egal. Schon. So. Jetzt hast du meine Schwachstelle offengelegt, du Schwein. Ja, ich wollte nur sagen, ja, genau, du wolltest Martin ist ein Fuchs. Denn ich habe ihm gar nicht gesagt, dass wir diesen Podcast machen. Der muss das selber herausgefunden haben. Ja, da hat er sich recherchierend auf die Lauer gelegt, solange bis wir endlich wieder was machen. So. Mann. Er ist einer der. Aber von ihm habe ich damals eine Diskette bekommen, da war LHX drauf. Das war ein Hubschrauberspiel. Und er hat auf die Diskette geschrieben:
mit knapp nur 1 Megabyte. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr. Danke. Hatte der nicht neulich auch noch Geburtstag? Oh ja, das allerdings. Ja, dann, oh, nochmal Grüße gehen, nochmal Glückwünsche gehen raus. Eben, richtig. Dass du weißt das noch. Der hat immer einen guten Monat nach mir Geburtstag. Deswegen, Grüße gehen raus. So, wie kommen wir jetzt von Martin auf Telefonstreiche? Haben wir mit Martin auch Telefonstreiche gemacht? Ich habe noch eine letzte Anmerkung. Stopp. Ich mache eine elegantere Überleitung. Ich wollte nur sagen, ich habe die Rückmeldung bekommen, dass die Leute gedacht haben, wir sitzen direkt zusammen. Aber wir sitzen nicht direkt zusammen. Nein. Wir sitzen beide hier vor einem Rechner. Du in der Nähe von Hannover, ich hier in Düsseldorf. Und wir kommunizieren über moderne Technik. Ja, die hat der Herr Bell vor 150 Jahren entworfen. War das nicht ein Hundeforscher? Naja, okay. Kommen wir zurück zu den Telefonstreichen. Das war jetzt der zweite Witz von dir heute, oder? Okay. Ich mache gerne Witze. Ich habe so langsam so ein gewisses Gefühl dafür, wann du einen Witz erzählst. Und wo die Sensibilität... dann immer, wenn du nicht lachst. Ja, also dann denke ich so, oh, hier wäre wahrscheinlich die Erwartungshaltung da gewesen. So. Danke. Da ich habe oft jetzt eine Erwartungshaltung an dich. Genau. Und dann, ach so, okay, alles klar. Dann werde ich mir in Zukunft auch mehr Mühe geben. Ich fange jetzt mal an. Ich brauche Struktur. Also, ja. Telefonstreiche. Wir zwei... Es ist, wir schreiben das Jahr, ich würde sagen, 98, 99, denn... 1890, nein, 98, 99, ja, okay. Genau, letztes Jahrhundert, letztes Jahrtausend sogar, glaube ich. Und es war so, dass wir auch eine Frage zum Kosovo-Krieg hatten und da das Thema sehr aktuell war, kann ich es dahin verorten. Ich habe das jetzt gerade rückschlussmäßig getan. Mhm. Und es war so... Wir saßen immer bei unserem Papa im Arbeitszimmer und haben dann, also du hast meine Klassenkameraden angerufen, ich habe deine Klassenkameraden angerufen, damit man das nicht so hört. Ne? Wäre ja sonst aufgefallen, wir waren ja schon damals nicht auf den Kopf gefallen, also du warst nicht auf den Kopf gefallen, hast das vorgeschlagen. Und dann haben wir angerufen, ich weiß noch, ich habe dann immer gesagt, ja, wir rufen an vom Imnit, dann offensichtlich Imnit-Umfrage. Genau, also wir wollten nicht in rechtliche Bredouillen kommen, deshalb haben wir uns nicht Imnit genannt, sondern Imnit. Ah. Clever, wie wir waren. Clever, wie auch von dir wahrscheinlich, du Anwalt in Spee. Wir möchten eine repräsentative Umfrage. Ich habe das aufgeschrieben, dieses Wort. Ich habe das immer abgelesen vom Zettel. Ich bin mir auch nicht sicher, wie oft du da gestolpert bist. Und dann habe ich gesagt, tausendmal. Ich bin immer wieder schnell aufgelegt. Umfrage wollen wir auf jeden Fall machen. Und dann ging es halt, sollte die Bundeswehr im Afghanistan-Krieg eingesetzt werden? Afghanistan-Krieg? Entschuldigung, im Kosovo-Krieg eingesetzt werden. Und habe ich danach immer gefragt, also wenn die Leute Nein gesagt haben oder Ja, habe ich immer nochmal nachgefragt. Ja. Ich wollte es genau wissen. Gab es immer noch und Kommentare. Also, es war einfach nicht so, dass du eine Liste hattest, die du abhaken wolltest, sondern es war einfach so, sollen die da eingreifen? Ich finde nicht. Ja, aber dann kann ja Milosevic machen, was er will. Ja, genau, das habe ich gesagt. Kann er machen, was er will. Oder also soll die Bundeswehr da eingreifen? Ja, ich finde schon. Und dann auch mit Atombomben. Und die Leute haben dann trotzdem nach wie vor seriös geantwortet. Selbst bei, wie witzig, selbst, dass genau, ernst geblieben sind. Selbst als du dann irgendwie so, wenn jetzt Bundestagswahlen wären am nächsten Sonntag, wen würden sie wählen? CDU? Ach wirklich, die CDU? So, sehr seriös. Die Seriosität weißt auf die Spitze getrieben. Ich erinnere mich noch mit, rauchen Sie? Ja. Ja? Ja. Wie viele Schachteln am Tag? Eine. Eine? Eine? Ja. Unfassbar. Aber Sie trinken nicht. Doch. Doch. Also, da steckt ja noch die Moralkeule auch mit dabei. Ja, so ja übrigens, Atombomben ist das... Ich glaube, damit wurden auch die Umfragen weniger repräsentativ, muss ich sagen. Das könnte sein. Auch auf Nachfrage wirklich, bestätigt. Du hast ja wirklich auch gefragt, bei dem einen Typen, da erinnere ich mich noch, da hast du gefragt, warum würdest du denn jetzt die CDU wählen oder warum würden sie denn jetzt die CDU wählen? Ja. Und dann hat er gemeint, weil er mal so einen tollen Kuli von denen bekommen hat. Ja. Auch daran erinnere ich mich. Und direkt. Und er hat auch selber eingestanden, dass das kein guter Grund ganz ist. Ganz genau. Ich glaube, da hast du ihn nochmal zum Grübeln gebracht. Meinst du, die CDU hat einen Wähler weniger durch mich? Es tut mir leid. Ja. Übrigens, Atomwaffen, Bundeswehr mit Atomwaffen ist eine sehr gute Überleitung. Ich greife die nachher auf, wenn wir über Command & Conquer reden. Vorher nochmal, diese Geschichten, die du jetzt gerade erzählt hast, die wurden dann später auch abgedruckt. In, also zum Teil zumindest. Ich hatte ja mein eigenes... Geschers Gazette? Geschers Gazette, ganz genau. Ich hatte ja meine eigene SchülerInnen-Zeitung.
weil ich die Zeitung, die es tatsächlich gab, ich mochte die irgendwie nicht. Oder keine Ahnung, warum das war. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache einfach meine eigene. Und genau, das war dann einfach Geschers Gazette. Die kamen sehr, sehr unregelmäßig raus. Ich glaube, ich habe ungefähr 90% der Beiträge verfasst. Es gab dann irgendwie noch Gastbeiträge. Und da haben wir dann unter anderem auch die Transkripte dieser Telefonate noch einmal notiert, sodass man sie das nachlesen kann. Ich habe zwei von deinen Gazetten noch. Du hast noch zwei Ausgaben? Ja. Krass. Okay. Du nicht mehr? Ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Keine Ahnung. Du hast sie auf dem Atari geschrieben, wa? Ich habe ja auf dem Atari geschrieben, ausgedruckt und danach dann für 50 Pfennig, also 10 Salinos, verkauft. Ja, tatsächlich könnte es so gewesen sein, was auch wieder schlimm ist. Ja, die gute alte Geschers Gazette. Ich glaube, da sind so einige von diesen Telefonaten, also auch gerade das mit dem Ja. Das war ja auch die Weiterentwicklung von unseren Telefonaten, die wir davor gemacht haben. Da hatten wir dann irgendwelche Leute angerufen, die wir im Telefonbuch gefunden haben und denen einfach angekündigt, dass morgen die Handwerker kommen werden. Und mein Highlight dabei war, dass wir da irgendwie eine Frau am Apparat hatten, die dann, also die meisten haben gefragt, so was für Handwerker? Und wir haben dann so gesagt, naja, sie haben ja diesen Vertrag unterschrieben und die werden morgen den Pool graben oder irgendwie sowas. Ja, stimmt, es war immer ein Pool. Auch immer nicht nur was Normales, sondern ein Pool graben. Ein Pool. Ja, und dann kommt der Bagger und der wird dann da, ist doch klar, aber wir wollten das jetzt nur noch mal ganz kurz ankündigen. Und wir hatten eine Frau am Apparat, die hat dann einfach nur gesagt, na, wenn mein Mann meint. Und das war für mich so, ja, gut. Ab morgen ist dann der Pool da, ne? Viel Spaß. Aber die wird sich noch wundern. Die steht heute noch da auf dem Feld und denkt sich, wann kommen sie? Hatten doch angerufen. Hm. Ja, okay. Und Franco hatte wirklich immer so diese Geschichte, dass er seine Stimme nicht zu verstellen brauchte. Ja, und das stimmt. Trotzdem, vielen Dank nochmal, dass du es erwähnst. Genau, und dass man ihn trotzdem für eine Frau gehalten hat. Ganz, ganz oft. Also oft haben die Leute angerufen, also wenn uns jemand angerufen haben und haben dann schon gleich mich für meine Mutter gehalten, habe ich gesagt, nein, das bin ich nicht. Und dann kam oft die Rückfrage, ach, die Tochter? Mhm. Und ich dachte, nein, auch nicht. Vielen Dank. Ich habe natürlich meine Stimme immer ein Müh höher gemacht, als sie ist, aber ich hatte den Stimmbruch doch recht spät und konnte sehr leicht eine hohe Stimme machen und die klang sehr weiblich. Mhm. Und dann hast du, es gab damals kostenlose Telefonnummern, die wir sehr gerne auch angerufen haben, 0800er-Nummern, Servicetelefone, aber du hattest dich da spezialisiert auf ein Telefon. Spezialisiert, ist gut. Ja, Entschuldigung, du kennst die Telefonnummer wahrscheinlich immer noch und könntest sie im Schlaf irgendwie eingeben wahrscheinlich. Im Schlaf. Soll ich? Ist so, oder? Na klar. Also, kannst du mal kurz sagen, was da passiert, also wenn du da jetzt anrufst? Also die Nummer ist übrigens 0800. Ja, sehr gut. Merken. Ja, ich habe aber seit Jahren noch nicht mehr angerufen, muss ich dazu sagen. Mhm. Und wenn man da anruft, kommt man zu einem Datingportal. Jetzt müssen wir uns wieder 20 Jahre zurückversetzen. Kein Internet. Es gibt noch nicht so richtig Internet. Die haben die Leute das so gemacht, übers Telefon. Das funktionierte so, die Frauen konnten kostenlos anrufen über eine andere Nummer und die Männer, also über die Nummer, Entschuldigung, und die Männer mussten über eine kostenpflichtige Nummer anrufen. So, das führte schon mal dazu, dass sie versucht haben, mehr Frauen anzulocken. Es führte auch dazu, dass wir, also respektive ich, dort anrufen konnte und man muss bitte? Ich weiß, dass wir das auch bei Partys manchmal gemacht haben oder sowas, aber ich war da raus. Also ich konnte das nicht. Also du warst auf jeden Fall der Burner. Also mach das mal weiter. Ich hab's auch irgendwann geschafft, nicht mehr zu lachen. Das fand ich sehr gut. Während alle anderen gelacht haben um mich rum, in diesem großen Party. Jetzt war eher ein Sit-In, aber und es ging dann darum, eben, man musste sich erstmal verifizieren als Frau. Also hat man gesagt, wer man ist. Mein Name war immer Anna Bursa. Ja, hi, hier ist Anna Bursa. So, und dann wurde man eine Stunde später freigeschaltet, hat seine eigene Briefkastennummer bekommen. Und in diesen Sit-Ins oder Partys gab es, wenn wir uns dann abends hingesetzt haben, um möglichst viele Männer anzurufen, gab es ein Dating-Karussell. Mhm. Das funktionierte, du wurdest einfach zu einem Mann verbunden. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Region. Wahrscheinlich haben die das rausgefunden oder keine Ahnung. Du wurdest mit irgendeinem Mann verbunden. Wenn du die 3 gedrückt hast, zack, gleich den nächsten. Und bei der 2 konntest du irgendwie dich mehr mit ihm austauschen. Das heißt, wenn wir gelacht hatten oder uns versprochen hatten, konnten wir sofort auf 3 drücken. Und dann kam schon der nächste Mann. Ein bisschen wie so. Chatroulette auch, ne? Ein bisschen, ja. Es geht genau in die Richtung. Mhm.
Und das war sehr schön, weil ich mich in der anderen Rolle mal, also du musst dir jetzt vorstellen, so 13, 14, schon pubertierend und schon immer interessiert am anderen Geschlecht und schon an allem, was damit zu tun hat, mit Küssen und etc. Noch nie gemacht natürlich, keine Ahnung von irgendwas. Ja. Und dann spricht man als erwachsene Frau mit anderen Männern. So, also sehr viel Empathie, die eine Rolle gespielt hat bei dir, also von dir, dass du dich da reinversetzt. Oder es hat mich sexuell verdorben, könnte natürlich auch sein. So. Möglich. Darüber möchte ich nicht. No. darüber könnt ihr entscheiden. Ist Fredanko sexuell verdorben, drückt jetzt die 1. Ja. Und wer? Martin Olszewski sagt wieder was. Der weiß immer zu viel. So, der war zu oft mit uns zusammen. Und ja, da waren wirklich interessante Gespräche dabei, aber mein Highlight war meine Freundschaft. Es war schon eigentlich eine Freundschaft. Ja. Du hattest ja auch sonst keine Freunde, ne, muss man dazu sagen. Das stimmt. Und viel Zeit damals. Mhm. Zu Pierre. Du weißt noch, wie er heißt? Ich weiß noch, wie er heißt, weil er eine Anzeige hatte. Und seine Anzeige lautet wie folgt. Ich versuche ihn jetzt nachzumachen. Mhm. Pierre, 23, aus Braunschweig. Ende. Das war's. Okay. Pierre, 23, aus Braunschweig. Rahmenbedingungen sind klar. Mhm. Rahmenbedingungen sind klar. Ich habe ihn natürlich nie live kennengelernt, da wäre es ja alles aufgeflogen, aber wir haben uns sehr, sehr viele Nachrichten geschickt. Also man konnte sich über diese Serviceleistung da Nachrichten schicken und die dann später hören, quasi wie so eine WhatsApp-Nachricht oder sowas. Er musste halt bloß jedes Mal dafür bezahlen, das war dann das Fiese daran. Und dann kamen wir irgendwann darüber, dass wir über Command & Conquer gesprochen haben. Das war natürlich das Computerspiel, was ich derzeit gezockt hatte. Er hat es auch gezockt. War 23, hat gedacht, ich bin auch ein Mädchen von 23 ungefähr. Roundabout. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich in einem Level nicht mehr weiterkam. Und ich kam auch wirklich nicht mehr weiter. Und dann hat er gesagt, er würde mir gerne helfen, aber dazu müssten wir dann telefonieren. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, es geht um Command & Conquer, dann müssen wir halt telefonieren. Und dann habe ich ihm eine Uhrzeit gesagt und habe abends bei ihm angerufen. Mhm. Und abseits des ganzen Serviceangebotes des Telefons, ich habe privat, er hatte mir seine Nummer gegeben, ich habe privat von unserem Festnetz auf seinem Festnetz angerufen. Ach. Und wir haben eine Stunde telefoniert. Ich möchte das bitte in Kursivschrift festgehalten werden, wenn du das in deiner Gazette drucken willst. Es ist total verrückt. Ich habe immer, wir hatten so ein Display, das anzeigt. Und wir haben irgendwie bei 8 Minuten 58 uns verabschiedet. Und er hat gesagt, er freut sich aufs nächste Telefonat. Auch das möchte ich, dass das inklusiv auch festgehalten wird. Ganz kurz. Und dazu muss ich jetzt aber nochmal ganz kurz einhaken, dass ich glaube, ich habe dann Mutigi Unrecht getan. Denn sie hat gesagt, durch deine Telefonate wäre die Telefonrechnung damals so hoch gewesen. Und ich habe gesagt, der ruft ja immer nur die 0800er Rufnummern an. Das hat nichts mit der Telefonrechnung zu tun. Ja, das und jetzt sagst du mir, dass du eine Stunde lang nach Braunschweig telefoniert hast, also fast ins Ausland. Von Hannover nach Braunschweig, weißt du wie? Das ist ein Ferngespräch. Das war damals teuer. Nicht mal Mondscheintarif war das. Ja, aber es war ja auch Festnetz, wir müssen es auch festhalten. Auf jeden Fall haben wir dann echt dieses ganze Level besprochen, also unter anderem. Und ich glaube, wir wollten uns dann auch treffen, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass er mir geholfen hat. Ich habe das Level dann auch geschafft, war ich sehr zufrieden mit. Und ich habe eine ganze Stunde lang immer, hi, oh, kannst du mir da helfen? Das ist total super, danke. Ja, ich habe auch an dich gedacht. So, das war schon verrückt. Wir haben jetzt schon relativ lange über diese Telefonsachen gesprochen. Entschuldigung. Eine Sache würde ich jetzt trotzdem noch anmerken, ja. Die mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist. Und zwar gab es von Angel Radio auch immer so Nachrichten, so Sendungen, bei denen man anrufen sollte. Da gab es dann auch verschiedene Telefonate. Das war, keine Ahnung, es gab eine Zeit lang, bei der ich immer irgendwie mit kurzen Sachen auch mitten im Winter in die Schule gekommen bin. Und dann hat Angel Radio morgens gefragt, wie wir uns auf den Frühling vorfreuen. Und dann habe ich dort angerufen und habe dann gesagt, ja, ich gehe aus lauter Vorfreude für den Frühling, auf den Frühling, schon jetzt mit kurzen Klamotten nur noch raus. Und die haben das so, also das war halt live im Radio. Ja. Und direkt danach, also da, keine Ahnung, da warst du auch gleich da, oder glaube ich, dabei, da haben wir diesen Angel Radio Jingle denen in den Hörer gerufen und haben direkt da im Anschluss, das war kein Gewinnspiel oder sowas, einfach gesagt, wir hätten jetzt gerne auch einen Pin dafür. Das war so der Trostpflaster für Leute, die bei den Gewinnspielen mitgemacht haben und dann irgendwie verloren haben. Und
die waren ein bisschen irritiert davon, aber haben uns tatsächlich diesen PIN geschickt und wir wurden dann, oder zumindest ich wurde dann irgendwie auch in der Schule von ganz vielen Leuten angesprochen, so von wegen, hä, hast du das heute Morgen? Jetzt bist du ja wirklich in kurzen Hosen unterwegs und so weiter und so fort. Das war interessant, weil ich gedacht habe, hey, wieso, ich habe das wirklich gehört, krass. Und wir haben ja dann trotzdem noch bei irgendeiner Party, ich weiß nicht, da so waren unsere Eltern weg und wir waren allein. Da war ich aber nicht dabei, möchte ich dazu sagen, wegen der rechtlichen Konsequenzen, die jetzt kommen. Warst du wirklich nicht dabei? Ich dachte, du wärst dabei gewesen, aber okay. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, aber ich kann mich nicht erinnern. Also ich weiß, weißt du schon, worauf es hinauslaufen wird? Ihr habt die Leute zu einer anderen Hausnummer geschickt. Auch, aber insbesondere darauf, dass wir bei auch bei Enjoy, da hatten die irgendwie Partyvermittlung gemacht oder sowas und wir haben gesagt, wir machen hier eine Party. Und daraufhin wurde dann unsere Festnetztelefonnummer im Radio durchgesagt. Oh, okay. Und dann wurden wir von wahnsinnig vielen Leuten angerufen. Das Telefon stand nicht mehr still. Weil die alle zu unserer Party kommen wollten und wir waren davon total überrumpelt und wir hatten dann irgendwie mit den ersten Leuten, die irgendwie zu unserer Party kommen wollten, wir waren so, ja, Chips gibt's hier auch, glaube ich, so. Aber was machen wir jetzt mit denen? Legt einfach auf! Ja, aber die haben unsere Nummer! Mm. Genau, und bei den einen, die hatten wir dann tatsächlich eingeladen, auch zu der richtigen Hausnummer geschickt. Dann waren aber so Raver, die hatten wir irgendwie zur falschen Hausnummer geschickt. Die waren da ein bisschen erbost darüber. Und das Telefon stand auf jeden Fall nicht mehr still. Und als dann die Eltern wieder zurückgekommen waren, hatten wir einfach den Telefonstecker rausgezogen. Ja, das ist eine gute Idee gewesen. Weil wir uns gedacht haben, es muss doch jetzt auch mal aufhören. So, vor 2 Tagen wurde das im Radio gebracht und es klingelt immer noch die ganze Zeit das Telefon. Immer noch zu der Party. Ist die Party denn noch? Genau. Ah. Ja. Also es war ein rauschendes Fest, was wir da auf jeden Fall hatten. Oh, nicht schlecht. Ja, den Telefonstecker habe ich auch öfter rausgezogen, wenn die Lehrer anrufen wollten bei mir. Man muss dazu sagen, es ist gut, dass das keine Facebook-Party war, sodass dann nicht die Leute wirklich da standen, sondern die hatten nur die Telefonnummer und Glück gehabt, du Glück im Unglück. Du hättest es gesprengt. Dann nehme ich meinen rechtlichen Hinweis zurück und kann doch dabei gewesen sein. Dann ist okay. Auf einmal! War eine coole Geschichte. Nee, da war ich doch dabei. Bitte. So schreibe ich mich in viele Geschichten, wo ich nicht wirklich dabei war. Aber es war spannend damals, als sie den Eiffelturm gebaut haben. Kann ich nur erzählen. Gut. Oh, jetzt ist der Witz. Guck. Ja, ich habe jetzt gerade an den schiefen Turm von Pisa gedacht und was da alles schiefgelaufen ist. Oh, verdammt, ja, das war ich. Gut. Ich bin unsterblich. Gut. Du hast irgendwas, was war unser Thema heute eigentlich? Telefonstreiche? VorbilderInnen. Vorbilder. Waren heute ja, du hast ja schon gesagt, wer war dein Vorbild? Herr Bell, ne? Moment. Wir haben jetzt erstmal hier nochmal das Internet fragt. Oh, das. Spiel den Jingle. Ja. Das Internet fragt. Ja, das Internet fragt. Und zwar habe ich eine Frage. Und zwar, machen Vorbilder depressiv? Wenn man merkt, man kann das Vorbild nicht erreichen. Tja. Ist das schon die Frage? Das ist die Frage. Genau, machen Sie depressiv. Von wem? Wir müssen wissen erstmal, wer das war. Die Person heißt tatsächlich Leer/Voll. Die klingt schon vom Namen her ein bisschen depressiv. Ja, ich beantworte sie mal dahingehend, dass ich sage, sind Vorbilder, was war die Frage? Sind Vorbilder depressiv? Wenn man sie, genau. Wenn man das nicht erreicht, was das Vorbild einem genau. vorlebt. Die Frage ist, inwieweit will man es denn erreichen? Also in welcher ausgeprägten Form? Und ich finde, wenn jemand das erreicht, sagen wir mal so, du hast ein Vorbild und das macht jeden Tag eine Stunde Sport und du sagst, das will ich auch machen, finde ich das eher motivierend. Okay. Und wenn du es nicht erreichst, ja, dann musst du halt irgendwie, also wie weit ist das dein Vorbild, dass du es machen willst und wie weit kannst du dich daraus, also wie weit kannst du Motivation daraus ziehen, dass du vielleicht Dinge in deinem Leben umstellst, um das zu erreichen? Jetzt als Beispiel. Mhm. Also als Motivation auch das Leben zu ändern. Wenn das dein Vorbild ist, also Vorbild hat ja für mich immer so eine Herzensverbindung. Mhm. Also nicht nur ein, ja, das macht doch gut, wäre sinnvoll, wenn das alle so, der lügt nicht, es wäre sinnvoll, wenn wir alle Menschen nicht lügen würden, sondern ich mach's auch jemanden so ein bisschen zur Liebe vielleicht, ne, das ist mein Herzensprojekt, so zu werden oder in dem Ding so zu sein. Okay. Also, und du sagst dann eben, alles klar, dann ist es eigentlich nicht so, dass die depressiv machen. Würde ich nicht, also dann 20 Jahre später guckst du und sagst, ich hab's nie geschafft. Weiß ich nicht. Aber du hast ja dann trotzdem an dir gearbeitet und hast vielleicht einen ganz anderen, also eigenen Weg gefunden.
Und dann wäre der Weg das Ziel, wo wir schon wieder bei einer buddhistischen Lehre wären. Aber warum nicht? Klar, du hast dich daran orientiert. Also es geht ja vor allem darum, dass man sich irgendwie ran... Und man kann das ja nicht von heute auf morgen einfach ändern. Vor allem nicht Menschen. Also meine Erfahrung als Gewohnheitstier. ich rufe manchmal immer noch 0800 an. Okay. Pierre, bist du immer noch 23? Ich hatte mich so dran gewöhnt. Übrigens, kurz... Wenn der 23 war, ne, ich hab's mal zurückgerechnet, dann ist der Jahrgang 75, der ist heute 45. Ja, okay, wir brauchen jetzt also einen Pierre aus Braunschweig, der heute 45 ist. Ich weiß nicht, ob der noch in Braunschweig wohnt. So, aber das ist meine Meinung erstmal. Was hast du dazu? Vielleicht kommen wir in die Diskussion mit deiner Antwort. Oder wolltest du die nur fragen? Genau, ich wollte einfach nur fragen. Ich glaube nicht, dass Vorbilder depressiv machen, beziehungsweise ich glaube schon, dass das sehr stark davon abhängt, was das für Vorbilder sind. Aber wenn es menschliche Vorbilder sind und man selbst ist auch ein Mensch, dann glaube ich, dass, also und wenn man das nicht irgendwie idealisiert, das Vorbild, dass man irgendwie sagt, okay, dieses Vorbild, dieses Ideal, was ich habe, das ist ja auch irgendwie eine Sache, die dann zum Idol eher führt als zum Vorbild. Dann führt es ja nur dazu, dass man das anhimmelt oder dass man das als Idealvorstellung hat, was aber ohnehin nicht umzusetzen ist sozusagen. Aber ein real existierendes Vorbild, warum nicht? Also ich glaube nicht, dass das, wenn man das irgendwie möglichst gut umschreiben kann, was das eigentlich ausmacht, dann glaube ich nicht, dass das deprimieren kann, dass das nicht depressiv macht. Wäre jetzt so spontan meine Überlegung dazu. Ich finde die sinnvoll, deine Überlegung. Die Frage ist, was kann man denn sonst für Vorbilder haben, wenn kein menschliches Vorbild? Schon menschliches Vorbild, aber manche Menschen werden ja einfach, manche Vorstellungen von Menschen entsprechen ja nicht den Menschen in der Tiefe. Also das heißt, du hast so ein relativ oberflächliches Bild von dieser Person und denkst, diese Person zeichnet jetzt einzig und allein aus, dass sie zum Beispiel nie lügt. So. Du weißt einfach nur nicht, dass sie auch manchmal lügt oder wie es dazu gekommen ist oder wie auch immer und denkst dir dann nur, scheiße, wie hat die Person das eigentlich hingekriegt, in ihrem Leben noch nie gelogen zu haben? Ja. So. Aber das ist natürlich eine richtige extreme Form davon, ne? Genau, aber das ist eben so eine Idealvorstellung von einer Person. Ja, okay. Aber das finde ich nicht praxisnah. Also wir können ja sagen, jetzt. Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, aber du kannst ja sagen, ich hab ein Vorbild von einer Person, die bei der und der Frage nie lügt, die zum Beispiel in ihrer Beziehung nie lügt. So. Und schon kann ich das für mich nehmen, wenn ich sage, oh, das finde ich aber eine sehr tolle Idee. Ich habe sonst immer meine ganzen Partnerinnen und Partner angelogen. Vielleicht sollte ich das mal nicht machen. Und ich mache das dann schon, ich reduziere es dann schon, dann nehme ich das ja schon hin. Also schon das ist ja ein richtiger Schritt. Okay, dann haben wir diese Frage erstmal soweit geklärt, hoffe ich. Ja. Leer, schräg, voll. Der sollte sich einfach voll, schräg, schräg, voll nennen und dann weiß er, was wir meinen. Genau, oder? Halb, schräg, schräg, voll mindestens. Also leer, schräg, schräg, voll geht halt gar nicht. Entschuldigung, aber... genau. Gut, frag das Internet noch was. Ich habe eine Frage. Geht in die Richtung, und zwar, welche Vorbilder haben Sie... Was antwortet man drauf? Wenn der Chef in einem Vorstellungsgespräch fragt, welche Vorbilder haben Sie? Was sag ich denn dann? Ich habe keine Vorbilder. Tatsächlich würde ich da... Jetzt kommst du. Also, wenn der Chef das fragt, das heißt, geht es jetzt um ein Vorstellungsgespräch oder worum geht es? Es geht um ein Vorstellungsgespräch. Wir stellen jetzt mal den Fall. Du möchtest dich bewerben. Sag mal bitte, wo du dich bewerben möchtest. Ich bewerbe mich... Ja. Bei Ihnen als Chef? Nein, ich würde jetzt gerne bei der Lufthansa. Gut, du gehst zur Lufthansa. Dann stehen da die rum, du setzt dich hin. Der Chef der Lufthansa hat immer so eine Pilotenmütze auf, fragt dich dann, ja, schönen Tag, Gescher, schön, dass Sie da sind, aber was haben Sie eigentlich für Vorbilder? Da würde ich instant sagen, Gebrüder Wright. Sehr gut. Also, sehr gut. Da soll ja diese Frage irgendwie etwas... hervorbringen, was dann irgendwie dich zu einer bestimmten Qualifikation bringt. Ja. Und natürlich ist das total geflunkert, aber ich finde, diese Frage ist relativ persönlich und ich bin mir nicht sicher, ob das einen oder eine zukünftige Vorgesetzte überhaupt was angeht. Ja, also ich verstehe natürlich auch, was die mit dieser Frage machen wollen.
Ich stelle mir bloß diesen Fall eben vor, wie du das gerade schön sagtest. Das wäre natürlich eine sehr schöne Antwort bei der Lufthansa. Wie ehrlich bin ich denn dann? Also wenn ich jetzt wirklich ein Vorbild habe, wenn ich jetzt denke, mein Vorbild ist jetzt mal Michael Ballack. So, ich komme aus 1998, 99 nicht raus, ne, merkst du? Ja. Das ist mein Vorbild. Sage ich es dann? Und wenn ja, ist das ein bisschen komisch. Also, oder ich übertrage die Frage mal was anders. Eine Freundin von mir war bei einem Bewerbungsgespräch und dann ist die mit dem zukünftigen Chef noch danach ein Eis essen gegangen. So. Oh, böser Fehler. Und dann standen die vor der Eisdiele und dann ist ja auch die Frage, welche Sorte nehme ich jetzt? Genau. Und hätte sie jetzt gesagt, ich nehme 3 Kugeln blaues Schlumpfeis. Ja. Ganz, hätte dann ganz der Chef das. Schlimmer Eindruck. Oh. Instant Entlassung wieder. Probezeit brauchen sie gar nicht erst anfangen. Schlumpfeis, so. 3 Kugeln. Wissen Sie, was das für E-Stoffe drin sind, damit das so blau genau. aussieht? Nomen ist Omen, ne? Ja, eben. So. Also, okay, gut. Du würdest dem Ganzen mit Humor begegnen. Würdest dir vorher immer diesen Spruch überlegen, wo du dich bewirbst. Keine Ahnung. Bislang wurde ich das in Vorstellungsgesprächen noch nicht gefragt. Ich auch nicht. Aber wir sollten mal zur Lufthansa gehen, vielleicht. Vielleicht bei der Lufthansa, vielleicht fragen die das genau da. Und wenn nicht, dann am Ende noch sagen, Entschuldigung, wollen Sie mich nicht nach dem Vorbild noch fragen? Ich habe mir da was ausgedacht. Soll ich Ihnen noch kurz, ja, Sie können jetzt gehen. Ich will Ihnen noch kurz mein Vorbild sagen. Nein, bitte gehen Sie. Der erste Teil der Frage ist ja noch mal ein anderer irgendwie. Und zwar, wenn man so etwas gefragt wird, was man dann antworten soll, ich habe keine. Da denke ich mir auch, okay, wenn du keine hast, dann sag doch einfach, ich habe keine. Also ich finde es dann ganz komisch, dass man da irgendwie mit so einer Antwort kommt wie, ich bin mein eigenes Vorbild. So, das finde ich richtig dumm. Also da würde ich sagen, Entschuldigung, du bist raus. So, du hast zu viele Ratgeber gelesen, die hier nicht weiterhelfen. Du hast zu oft Jürgen Höller angeguckt. Genau, richtig. Das ist, du bist kein Adler. Aber hier, du bist dein Ente. Aber hier bei den Antworten steht auch, sag doch einfach, dass deine Familie ein Vorbild ist und deine Schwestern oder gut, deine Geschwister und so. Mhm. Und ich denke mir so, was ist das denn für eine Antwort? Nee, würde ich nicht sagen. Entschuldigung, in Ihren Vorstellungsunterlagen steht, dass Sie überhaupt keine Geschwister haben. Hm? Mist. Ah, verflixt. Aber Eltern habe ich, wirklich. Ja. Verdammte Biologie. Also, gut, was für Vorbilder hast du denn? Darf ich noch eine dritte kurze Frage stellen dazu? Ja, hoffentlich. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar noch eine dritte, auch jetzt im Internet gefunden. Und die stellt, darf ich als Mädchen männliche Vorbilder haben? Auf keinen Fall. Wenn ich gefragt werde, welche Vorbilder ich habe, dann sage ich immer Justin Bieber, weil das auch mein Vorbild ist. Aber darf ich das wirklich sagen? Die anderen Leute lachen immer, wenn ich das sage. Liegt es an Justin Bieber oder daran, dass er ein männliches Vorbild ist? Das ist ein ganz, ganz großes Fass, würde ich sagen. Das sollten wir vielleicht mal in einer späteren Folge nochmal aufmachen. Du meinst Justin Bieber ist das Fass, oder? Nee, ja, Justin Bieber. Uiuiui. Ui, ui. Also ich würde da lachen wegen Justin Bieber und nicht wegen des Geschlechts. Okay, gut. Die Frage ist aber auch schon 8 Jahre her. Da war er noch, da hat er noch andere Songs geschrieben. Mit Tiefe. Was? Justin Bieber hatte mal Songs mit Tiefe. Okay, keine Ahnung. Ist nicht mein Jahrgang. Auf jeden Fall nicht mit tiefer Stimme. Das ist so einer wie ich. So, also pass auf. Ich will dir was über meine Vorbilder sagen. Du willst mir was über deine Vorbilder sagen. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Oder möchtest du anfangen? Ich bin auch ganz offen. Wie viele hast du denn? Auf meinem Zettel stehen 1, 2, 3, 4, 5. 5? Nee, dann fangen wir an. Ich habe nämlich 3 plus 1. Ach so, gut. Pass auf. Ich muss das aber ein bisschen einbetten in so meine Historie. Also man bildet ja vor allem Vorbilder, wenn man so in der Pubertät ist, würde ich sagen. Und mein erstes Vorbild, was ich aufgeschrieben habe, war tatsächlich du. Also du als großer Bruder, als Vorbildfunktion. Ich will so sein wie du. Ich möchte auch Gitarre spielen lernen wie du. Das ist das zweite Mal in diesem Podcast, dass ich sagen muss, Mutter, ich muss das doch nochmal revidieren. Verdammt, nochmal. Als sie mir gesagt hat, ey, benimm dich mal. Fredanko hatte ich als Vorbild. Und ich sagte, Entschuldigung, der kann auch machen, was er will. Ja, eben nicht. So. Und ich gehe chronologisch vor. Das erste Vorbild, was ich hatte als Kind, war der Terminator. Was? Ach so, Moment, aber Terminator 2 dann. Ja, ja. Alles klar. Diese Killermaschine?
die alle getötet habe? Nein. Das war ein Role Model. Entschuldigung, Herr Lehrer, wann werden wir denn in die Waffenkunde eingeführt? Herr Lehrer, wie wenn ich mir ein phasenkoordiniertes Plasmagewehr bauen will. Was sind das für Fragen? Nein, ich rede von Terminator 2 und dem Terminator als Unterstützung oder Beschützungsmensch. Und ich dachte immer, wie cool ist das, so ein Terminator zu sein, also so unbesiegbar zu sein. Und dann wollte ich immer sein wie ein Terminator. Man muss dazu sagen, also bei Terminator 1 kommt halt der Terminator als Maschine aus der Zukunft in die Gegenwart, also 1984 spielt das, und möchte die spätere Anführerin gegen die, oder die Mutter des Anführers, der späteren Aufstände gegen die Maschinenherrschaft umbringen. Und bei Terminator 2 ist es so, dass dasselbe Modell der Maschine, nämlich der T-800, von den Menschen, also von den rebellischen Menschen zurückgeschickt wird und die Maschinen dann das weiterentwickelte Modell ebenfalls wieder zurückschicken in die Vergangenheit. Das heißt also, hier ist jetzt dasselbe Modell, auch wieder der T-800, der diesmal dann aber die Mutter respektive den dann schon geborenen Sohn unterstützen soll und unter die Arme greifen soll. Sehr gut. Du hast es sehr schön zusammengefasst. Ja. Und dieser Sohn ist eben auch gerade so in der Pubertät. So 13, 14 wird er sein. Und damit konnte ich mich natürlich total identifizieren und denke so, oh, ich will auch so jemanden haben, der mich beschützt und der auf mich aufpasst. Und die legendäre Szene ist, wenn sie fahren mal irgendwann rüber nach Mexiko und haben da Leute, die denen helfen. Und dann hört man Sarah Connors, also die Mutter, ihre Gedanken dazu. Und man sieht im Hintergrund, wie der Terminator mit John spielt. Und dann sagt sie so etwas wie, ich hatte schon viele Männer in meinem Leben, aber keiner ist so gut für John geeignet wie dieser Terminator. Er wird immer für ihn Zeit haben. Er wird nie sagen, er wird zu beschäftigt sein, um mit ihm zu spielen. Er wird nie betrunken sein, nach Hause kommen und sein Kind schlagen. Vielleicht ist dieser Terminator in dieser verrückten Welt die einzige sinnvolle Alternative. Krass, ich hör's genau mit Sarah Connors Stimme. Ja, ich hab's jetzt nicht ganz wortwörtlich, aber ne, du weißt, gut, dann weißt du genau, was ich meine. Und ich dachte so, ja, ich will auch einen Terminator. Ich will so sein wie der Terminator später. So, und das war sehr prägend für mich, damals schon. Und ja, einfach diese starke Figur, weißt du, dieser Junge muss ja keine Angst haben, außer natürlich vor dem anderen Terminator, aber grundsätzlich, er hat immer diesen Terminator da als Vaterersatz. Und das hat mich sehr angesprochen. Sehr. Auch heute noch, aber damals eben da diese Herzensverbundenheit zum Terminator, zu einer Maschine. Oh, was mache ich hier für ein Fass auf? Ja, ich hatte dich ja gerade gefragt, wie das dann weitergeht auch im Film und dass dann am Ende der Terminator sich auch opfert. Ja. Dafür, dass dann es überhaupt nicht zur Entwicklung dieser Maschinen kommt und dadurch darf natürlich auch er nicht und auch Bestandteile von ihm nicht in dieser Vergangenheit existieren und das heißt, man muss ihn dann am Ende einschmelzen. Das stimmt, eine sehr traurige Szene, immer noch heute noch. Genau, ja. Genau. Ja, die nur aufgelockert wird, dadurch, dass der Terminator nochmal den aufrechten Daumen nach oben streckt, wenn er in den heißen Stahl Daumen ab. Genau. Ja, das ist ein ganz wichtiger Daumen. Ja. Gut, also Terminator ist dein erstes Vorbild, das finde ich dementsprechend ein bisschen witzig, weil wir letzte Folge dann irgendwie auch Rambo gesprochen haben. Stimmt. Aber Rambo war nie mein Vorbild. Nee. Wirklich nicht. Terminator kann ich da schon eher nachvollziehen, zumal also, der Terminator sich ja wirklich gewandelt hat im Laufe der Zeit. Und gerade dieser Terminator im zweiten Teil, der dann auch nochmal charakterisiert wird, vor allem bei den Outtakes, ne? Bei den nicht veröffentlichten Szenen, da geht's ja dann nochmal auch in die Tiefe zu dieser Verbindung zwischen John Connor und dem Terminator und dass er versucht, ihm Gefühle beizubringen und sowas. Richtig, richtig. Sehr wichtige Szenen. Schade, dass die rausgeschnitten haben, beziehungsweise im Extended Cut kann man sie sehen. Also nochmal zusammengefasst, warum habe ich den vom Terminator als Vorbild gehabt oder immer noch, aber vor allem da in der Zeit? Aufgrund der Beschützer, er beschützt sein Kind, sage ich jetzt mal, oder sein, ne, so ein Sie, was soll das sein, ja. Und er ist einfach stark. Es war vor allem diese Stärke, ne, dieses unbesiegbar. Er ist unangreifbar quasi. Wird gleich die Überleitung zu meinem zweiten Vorbild, aber jetzt bist du erstmal dran, oder? Ja, wobei, also ich habe jetzt gerade eben noch gedacht, vielleicht sollten wir das auch einfügen, dass unser Vater auch, glaube ich, schon tot war, als du diesen Terminator dann auch gesehen hast. Das stimmt. Das hat es vielleicht nochmal unterstrichen.
Und bestimmt, das absolut. Führt dann auch ein bisschen zu meiner Geschichte, auch wenn es eine ganz andere Ebene hat. Bei dir ist das noch der Terminator aus dem ersten Teil? Richtig. Die Killermaschine, das ist witzig. Und zwar war es so, dass wir wurden nicht getauft, als wir geboren worden sind. Mhm. Sondern man hat uns gesagt, unsere Eltern haben uns gesagt, wenn ihr dann irgendwann in dem Alter seid, dass ihr wisst, was ihr glauben möchtet, dann könnt ihr euch einfach in diese Richtung reinknien und euch dann auch nachträglich taufen lassen, etc. pp. Finde ich übrigens sehr gut, genau, immer noch. Das ist ein schöner Ansatz, der später komplett torpediert wurde. Weil dann irgendwann eben der Vater tot war, unser Papa ist gestorben und daraufhin hat unsere Mutter dann so eine religiöse Neigung bekommen und das führte dann dazu, dass mir dann doch auf einmal sehr deutlich nahegelegt wurde, dass man sich jetzt wünschte, hey Gesha, lass dich doch jetzt taufen bitte, alle anderen lassen sich auch jetzt konfirmieren. Jetzt und, bitte. Genau, bitte jetzt, so, keine Ahnung. Oh, stimmt, bei dir war das wirklich jetzt, ne? Genau, so 14, 15. Also du warst 15, ich war 10. Genau, und ich wirklich so mit Druck reingepackt, also im Sinne von, wenn du das nicht machst, könnte es sein, dass Grosi stirbt. Also das war unsere Oma. Ach. Da wird wirklich krass. So richtig doll Druck ausgeübt. Und das war halt der Punkt, gut, da habe ich gedacht, egal, ob die jetzt, also wenn die jetzt sterben sollte, warum auch immer, ich werde mir ein Leben lang Vorwürfe machen, ich gehe da jetzt hin. Und wir hatten damals einen Pastoren, Pastor Dunkel, von der Gemeinde. Ja, ich kenne ihn noch. Und der hat das irgendwie mitgekriegt, dass ich nicht so richtig interessiert war an dem, was ich da, das er glaubt, so ungefähr. Ja. Und das, was ich cool fand, war, dass er mir dann gesagt hat, hey, Gesha, ich merke das schon, also das war irgendwie nach so einem Konfirmationsunterricht, da sind die anderen dann auch irgendwie nach Hause schon gegangen und so weiter und er hat dann gesagt, so, ich muss mal kurz mit dir sprechen und hat mir dann irgendwie gesagt, hast du schon mal was von den Vorsokratikern gelesen? Und er hat mir dann verschiedene Vorsokratiker gegeben, verschiedene Bücher. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass er mein Vorbild ist, aber bei diesen Vorsokratikern bin ich das erste Mal über Epikur gestolpert. Und den fand ich ziemlich cool. Ich habe dann später irgendwie mitgekriegt, dass Epikur, der war 300 vor Christus oder sowas, oder 300 irgendwas vor Christus, roundabout. Es gibt ganz, ganz wenige Aufzeichnungen von ihm, wie von den ganzen Vorsokratikern sowieso. Das auf jeden Fall... also Epikur, weiß ich gar nicht, ob der selbst zu den Vorsokratikern, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall damals... Ich finde es schön, dass du ihn als Kontrast zum Terminator aufbaust. Ja. Deshalb habe ich gedacht so, ich mache jetzt mal 180-Grad-Wende. Epikur, genau. Und Epikur ist der Begründer des Hedonismus. Und Hedonismus wird sehr, sehr falsch verstanden, wenn man das so... Also ihm ging es wirklich darum, dass man ein Leben lebt, das lebenswert ist. Dass das im Vordergrund stehen sollte. Und er hat sehr, sehr viel damit gemacht, dass man da dafür irgendwie im Garten sein sollte und mit guten Menschen sich umgeben sollte und nur das machen sollte, nach was einem gerade steht. Also das heißt, dieses ganze Profit, Gewinn, Konkurrenzstreben und so weiter. Das hat er auf jeden Fall komplett verneint. Und das war, erinnerte mich so ein bisschen an den Prototyp einer Hippie-Kommune, so was da irgendwie drin stand. Und ja, es ist sehr, sehr schwierig, da verlässliche Informationen zu finden, weil von seinen, ich weiß nicht, 40 Werken, die er irgendwie geschrieben hat oder sowas, sind irgendwie 2,5 überliefert. Aber da steckte jede Menge drin, was mich irgendwie zu diesem Zeitpunkt stark geprägt hat. Ja, wir kommen ins Detail. Es ist nicht viel erhalten geblieben, hast du gesagt, von ihm? Genau, also die meisten Schriften sind über die Zeit einfach verloren gegangen. Mhm. Oder zumindest nicht vollständig überliefert. Ja, ja. Du, wie viel war das vor Christus? 300? Irgendwie 300. Irgendwas um 300 vor Christus, genau. Okay, ich hätte gedacht noch mehr, 500 oder so, weil Sokrates war doch 400. Ist egal. Ja, also ist schon ewig lange her, kaum was überliefert. Und was war jetzt das, quasi was dich so gekriegt hat? Ich glaube, das war so dieses, dass man vorher gesagt hat, oder dass das vorher auch gesellschaftlich ganz stark geprägt wurde, wie eine Karriere aussehen könnte. Und dieser Epikur hat halt das ein sehr stark in Frage gestellt und hat halt auch den Menschen Fokus gesetzt. Das wird dann auch beim zweiten Vorbild irgendwie eine Rolle spielen.
Okay. Genau, also das sind so, ich glaube, das war aber, also er war so der Erste, den ich da so ein bisschen mitbekommen habe. Mhm. Genau, ja. Ah, krass, okay. Der dir gesagt hat, es steht eigentlich, ich will jetzt nicht sagen dein Vergnügen, das klingt so negativ, aber schon in die Richtung, das steht im Vordergrund und nicht die Arbeit der Müßiggang. Wieso ist denn Vergnügen so negativ? Das muss man sich auch mal fragen. Also Vergnügen ist ja eigentlich was Cooles. Ich habe das gerade extra betont. Genau. Warum man das überhaupt betonen muss sozusagen. Also das ist halt... Ja, ist ja schlimm. Für die Zuschauer, nur für die dumpen Zuschauer. Ach so, Zuschauer. Jetzt natürlich... Für Sabrina. Für mich ist das so, dass ich sagen würde, die ZuhörerInnen, du sagst Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, wo die zuschauen, aber... Weißt du... Hast du eine Ahnung, wer hier alles guckt? Naja gut, okay. Also ich nehme das jetzt so an, finde ich spannend. Ich werde mich über diesen Menschen noch mehr informieren. Ich habe persönlich von ihm gehört, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich habe die Bücher von Richard David Precht gelesen. Erkenne dich selbst. Ne? Ja. Also er hat so eine dreiteilige, ich habe aber nur das erste gelesen und da geht's auch um die Vorsokratiker. Und da fiel mir das auf. Und da hat er oft erzählt, wie viel verschollen ist von den ganzen Menschen. Das offensichtlich wurde vieles in der Bibliothek von Alexandria gelagert. Ja, und wie kommt man da jetzt ran? Nein, okay. Ja, sag ich, ich weiß gar nicht mehr, wo die Stadt ist. Ja, eben, richtig. Also, ich finde es schön, dass du, ich habe ja mit Terminator, habe ich ja quasi eine Zukunftsfigur als Vorbild gehabt und du eine aus der sehr weiten Vergangenheit. Richtig, ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie du zu deinem zweiten Vorbild kommst. Aber es tut mir leid, wir kommen bei mir kaum vorwärts. Meine zweite Figur ist der Wrestler Undertaker. Ja, interessant. Okay. Es ist wenig spannend, erzähl's trotzdem. Ich habe mich also kaum wegentwickelt, deswegen können wir es kurz machen. Es ist quasi genau der gleiche Fokus wie beim Terminator. Beim Undertaker hat mich immer fasziniert. Also wir reden jetzt, der Undertaker hatte ja verschiedene Wandlungen. Wir reden jetzt vom Zeitraum 1990 bis, sagen wir mal, 94, 95. Mhm. Und vor allem wurde das ja bei uns später ausgestrahlt. Also es lief ja nicht immer sofort, zack. Und dann gab es ja auch wahrscheinlich auch Wiederholungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall beim Undertaker faszinierend, wenn er reingekommen ist, diese Ehrfurcht der Leute, diese Angst auch ein Stück weit und Respekt von den anderen. Mhm. Ich meine, du als großer Bruder hast gesagt, das ist nur eine Show. Und ich habe ja gesagt, aber habe hingeguckt, habe gesagt, das ist gar keine Show, die schlagen sich wirklich, guck doch. So, ist dir klar, dass der Undertaker damals bei Thomas Gottschalk war? Ja, ist ganz schlimm. Ich hab's gesehen. Genau. Ja, ja. Ich habe mich auch sehr für ihn geschämt. Ja. Ja, schlimm. Also, aber da habe ich gedacht, okay, das Publikum und auch Thomas Gottschalk, wie er mit ihm umgeht, so ungefähr, das muss ja ungefähr, also ich glaube, da haben sie sich so reinversetzt in jemanden, der gerade schon zur Schule geht und das erste Mal mit dem Undertaker zu tun hat. Okay, Kann man auch jetzt noch nachgucken bei YouTube. Was ich dann so kämpfe, wo er gegen 3-4 gekämpft hat und er ist immer wieder aufgestanden und ich habe noch den Kommentator im Ohr, der gefragt hat, oh, what is in that urn? Ne? Also was ist in dieser Urne drin, das ihm diese Kraft gibt? Und ich habe als Kind, ich weiß noch, wie ich immer gesagt habe, ja, was ist denn jetzt in dieser Urne? Jetzt macht sie doch mal auf, ich will es wissen. Was gibt ihm die Kraft? Also ich war wirklich total drin. Ja. Und dann irgendwie 10 Jahre später habe ich gemerkt, Moment, da ist ja gar nichts in der Urne, einfach nichts. Und wieder 10, 15 Jahre später habe ich gedacht, natürlich ist was in der Urne, nämlich der Glaube, dass was drin ist. Und das gibt ihm ja die ganze Macht. So, wie so Placebo-Effekt quasi, ne? Und das fand ich immer faszinierend. Der Undertaker war, also das, er steht immer wieder auf, er geht, also ist, ne, quasi wie der Terminator, bloß jetzt heißt der Undertaker. Ja. Und ich warte immer. Dieses epische Match zwischen dem Undertaker und dem Fake Undertaker, ne? Oh, es war 94, ich weiß es noch. Ja. Und ich habe mich immer geärgert beim Undertaker. Also ich habe mich für mich geärgert, dass ich keine so dunklen Haare habe wie er. Ich wollte immer diese schwarzen, langen Haare, wieder Undertaker. Und so groß sein wieder. Ne, ist egal. So, jetzt ist nicht mehr so schlimm übrigens. Ach, okay. Jetzt hat er noch einen Bauch gekriegt, der Undertaker. Aber man entwickelt sich ja auch selber weiter. So, das haben wir jetzt mal kurz gemacht, Undertaker. Jetzt kommen wir zu dir. Okay, jetzt kommt wieder wer Schlaues. Ähnliches und so. Setting. Ja. Das heißt, es hat tatsächlich wieder was mit der Konfirmation zu tun, was ich selbst überraschend finde. Ich dachte, es kommt jetzt Shawn Michaels oder so. Aber nein. Ähnliches Setting wie beim Wrestling. Nein. Bei dir kommen wirklich Vorbilder. Ich krieg das schon mit hier.
Keine Ahnung, also nee, so lala. Ja, auf jeden Fall hat man ja, wenn man konfirmiert wird, eine Patentante. Getauft. Ich glaube, das ist bei der Taufe so, ne? Und da das bei mir ja irgendwie. Taufpatin, ja. Genau. Da das bei mir so spät war mit der Taufe, hatte ich dann auch erst so spät eine Patentante. Und ich weiß noch, dass ich damals jemanden, unsere Mutter hat ja im Geflüchtetenheim gearbeitet, also im Umland von Hannover. Und da waren ja einige Vietnamesen und da war einer, mit dem ich immer wieder Musik gemacht habe. Und ich hatte ihn gefragt, ob er nicht irgendwie mein Patenonkel werden möchte. Ja. Und er wollte das auch, aber er war nun dummerweise kein Christ. Er ja, durfte nicht. Ich habe es fast befürchtet. Ja. Dementsprechend musste ich dann gucken, okay, wen nehme ich denn jetzt? Und ich kam dann am Ende auf Stenka. Aha. Das ist eine Freundin der Familie von unserer Mutter. Ja. Genau, richtig. Und die hat mir überraschenderweise zu dieser Geschichte, also ich hatte keine so wirkliche Connection zu ihr oder so. Also das war so Freundin der Familie, Freundin von unserer Mutter in erster Linie. Wir selbst hatten irgendwie mit deren Töchter was zu tun und so. Aber ansonsten unter ferner Liefen, würde ich sagen. Mhm. So, ne? Mhm. Und, war für dich nicht enger, wollte ja. Genau. Hm. Und die hatte mir zum zu der Taufe dann offensichtlich ein Buch geschenkt. Und zwar Haben oder Sein von Fromm. Aha. Und das war so das zweite Mal. Das war wesentlich moderner. Wir reden jetzt über jemanden, der irgendwie so 20. Christus? Jahrhundert nach war Christus? Auf jeden Fall. Oh. Ja. Und wirklich... also ich hatte den gelesen, dieses Buch Haben oder Sein ist eine Zusammenfassung von den Sachen, die er so geschrieben hat, aber die hat er schon selbst geschrieben sozusagen, also keine Sache über ihn, sondern so Primärliteratur. Ja. Und hatte wirklich gedacht so, krass, diese ganzen Ideen, die ich in meinem Kopf habe, hat da mal jemand notiert und so in vor dir, also vor dir geordnet und so, ja genau. Und auf einmal hat das irgendwie alles Sinn ergeben. Also das war irgendwie... wirklich so, dass ich bei jedem Satz fast gedacht habe, ja, genau so. So. Okay, krass. Ja. Wenn das schon jemand aufgeschrieben hat, dann muss ich das ja nicht mehr machen. So, das kam auch manchmal. Und wenn das jemand aufgeschrieben hat, warum liest diese Person eigentlich so, also warum wird die so selten gelesen? So ungefähr. Und da war es halt recht spannend. Ich weiß, dass mich das damals übelst beeinflusst hat. Und dass ich dann... ja, über die Jahre irgendwie immer mal wieder gedacht habe, ja, Fromm war cool. So, ich habe dann auch später noch Bücher von ihm gelesen und so. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen die Connection verloren. Und dann war ich mit Patty bei einem sokratischen Gespräch. Aha. Und da war jemand von der humanistischen Gesellschaft. Und die humanistische Gesellschaft beruht sich, oder Erich-Fromm-Gesellschaft sogar, egal. Also es war auf jeden Fall so eine Gruppe von Menschen, die insbesondere die Texte von Fromm thematisiert hat. Mhm. Und da kam ich dann, der hat mich dann wieder begeistert sozusagen. Also diese Person, der hat mir dann für irgendwie Vorträge... Fromm begeistert. Fromm, ja genau, nicht Fried. Genau, der hat mir dann irgendwie Vorträge auch gegeben, die ich mir danach doch angehört habe. Und diese Vorträge sind so gut. Also ich kann das auch nur jedem hier empfehlen, so von wegen, hört diese Vorträge, die gibt's auch bei YouTube und so weiter. Weil er halt vor 70 Jahren, 80 Jahren schon den Kapitalismus so sehr auseinander nimmt und eben auch sagt, wieso so viele Menschen von heute, in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, hier in Deutschland, so scheitern sozusagen. Also, dass es diesen Zwiespalt gibt, sich in diese Gesellschaft zu integrieren und dass diese Gesellschaft eigentlich von dir erwartet, etwas zu tun, was für dich als Mensch überhaupt nicht deinem Menschsein entspricht. Und er also nicht der Persönlichkeit entspricht, sondern der Menschsein nicht entspricht. Dem Menschsein nicht entspricht, genau. Also und das ist dann genau das, was dann der Humanismus, den Humanismus wiederum ausmacht, dass der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird und dass man dann versucht zu sagen, okay, wie müsste denn eine Gesellschaft aussehen, die dem Menschen gut tut? Sozusagen. Hm. Also ich versuche es jetzt irgendwie zu reduzieren, aber ja, das ist auf jeden Fall, gibt es da sehr viele Ansätze, sowohl beim, wie ist die Gesellschaft aufgebaut, also hierarchisch oder nicht, wie weit reichen die Hierarchien dann auch in das private Leben hinein,
ja, ist Kapitalismus überhaupt irgendetwas, was mit dem Menschen vereinbar ist? Mhm. Die ganzen ökologischen Fragen zum Beispiel hat sie thematisiert, aber sie sind ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Er hat relativ deutlich auch nochmal thematisiert emotionale Fragen. Also zum Beispiel, wie sieht das aus mit dem Liebesleben? Ist es so, dass das, was Romantik in der aktuellen Gesellschaft genannt wird, das ist, was dem Menschen auch gut tut oder so? Mhm. Solche Sachen halt. Und ja, sehr, sehr, also da sind auch noch die ganzen Schriften da, den kann man sich anhören. Der hat auch noch später in hohem Alter sozusagen, hat er dann irgendwelche Vorträge und Interviews gegeben. Er hat dann auch irgendwie gesagt, wie sein Tagesablauf aussieht. Und da habe ich ihm gedacht, so wie cool. Also dass er sich einfach gesagt hat, so mit, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren oder sowas, ich stehe morgens auf, ich lese dann erstmal 4 Stunden lang Bücher und aktuelle Zeitungen und versuche mich zu bilden. Und danach mache ich dann irgendwie noch, also dann esse ich was und danach mache ich dann irgendwie den Nachmittag lang, da treffe ich mich mit Menschen und danach schreibe ich. So, also der hat auch einen relativ fixen Tagesablauf, der aber meiner Meinung nach nicht so unmenschlich letztlich irgendwie war. Also ja, aber das wäre so das zweite Vorbild, was ich da nennen würde. Offensichtlich konnte er es sich aber auch leisten, keiner geregelten Arbeit nachzugehen oder von seinen Bucheinnahmen zu leben oder von seinen Vorträgen. Ja, ich denke, das wird dann auch im Rentenalter schon gewesen sein. Okay. Ja, natürlich, er konnte es sich leisten. Ich wollte es ihm jetzt nicht ankreiden. Wollte ich gerade sagen. Also das ist für mich so, er konnte es sich leisten. Meiner Meinung nach sollte sich das jede Person leisten können, die das machen möchte. Und gut, okay. Das wäre mein zweiter, mein zweites Vorbild. Ich stelle fest, meine Figuren sind alle fiktive Figuren. Das habe ich eben auch gedacht. Als du Undertaker gesagt hast, habe ich gedacht, krass, dass das wieder eine fiktive Figur ist. Ja, es tut mir leid, ich habe nur fiktive Figuren auf meiner Liste. Nicht dein Ernst. Okay, also bei mir ist es so, dass die dritte Person ebenfalls real ist und die vierte Person wird dann zur fiktiven. Halt. Bevor du jetzt Jesus sagst, das wäre jetzt der nächste logische Schluss, weil du nämlich die beiden Geschichten von deiner Konfirmation und wenn... Ja, jetzt müssen wir also deiner Konfirmation doch noch was Gutes sagen. Im Rückschluss hat quasi unsere Mutter was Gutes gemacht. Ja, ist natürlich die Frage, ne? Also ich wollte nur mal was Positives sagen. Ja, du hast recht. Also du hast immerhin gerade was gelernt. Meine Konfirmandengeschichte ist so, das muss in der 7., 8. Klasse war das so bei mir, also 14, 15. Und witzigerweise hat unsere Mutter zu mir gesagt, ich war nämlich auch, ich wollte das eigentlich, hat meine Mutter gesagt, ja mach das doch, dein großer Bruder hat's auch gemacht. Witzig, ach was, dass ich jetzt, ja, ach was. Also war ich das Vorbild, das dazu genötigt wurde und weil es bei mir irgendwie geklappt hat, hat sie dann das als Argument für bei dir genommen. Verrückt, ne? Verrückt. Uff. Und dann saßen wir da in Gruppen zusammen, so zu 4 oder 5 hatten eine Gruppenarbeit und wir haben so ein Multiple-Choice Sachen zum Ankreuzen. Also es ist jetzt die einzige Erinnerung, die ich daran habe. Und eine Frage war, warum lässt du dich eigentlich konfirmieren? Und dann gab es 4 oder 5 Antwortmöglichkeiten und sicherlich waren da 1, 2 drin, die auch irgendwie einen christlichen Hintergrund hatten. Und eine war wegen des Geldes, des Konfirmationsgeldes. Mhm. Und dann saßen wir in dieser Gruppe zusammen und dann habe ich gesagt, ja, aber das kreuzen wir ja auch an. Und dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Ich so, ja, okay, mal ganz ehrlich, wer in dieser Runde macht es denn jetzt nicht wegen des Geldes? Mhm. Und wir kamen ziemlich schnell drauf, dass alle es machen wegen des Geldes und keiner hat es angekreuzt. Also wir hatten es nur in der Gruppe, wir hatten einen Ankreuzbogen. Hallo. Und ich dachte wenigstens, okay, lasst uns andere Sachen ankreuzen, aber das wenigstens noch mit dazu. Ich bin nicht durchgedrungen und wir haben es nicht angekreuzt. Und ich dachte, wie krass, alle hier sitzen und sagen, und ja, das stimmt, aber keiner sagt, wir müssen es ankreuzen. Das habe ich noch sehr negativ in Erinnerung. Ja, da möchte ich dann am Ende das Ergebnis sehen von dem Imnet-Umfrageinstitut, was dann sagt, ja, also hier auf unseren Listen steht, niemand macht das wegen des Geldes. Und die Antwort ist, niemand? Ja, niemand. Ehrlich? Ja. Wir haben 100 Leute gefragt, null. Null. So, komm zu deinem dritten, zu deiner dritten realen Person. Nee, Moment, jetzt kommt erstmal deine Person, deine dritte. Jetzt kommt eine Person, also die anderen, der Terminator dringt manchmal noch durch, der Undertaker ist in Vergessenheit geraten mittlerweile. Jetzt kommt eine Figur, die erst so ab 2006 für mich interessant wurde, so, also war ich schon dann Anfang 20, Mitte 20, so. Und das ist
Ich mach die Titelmelodie, es geht so. Na? Keine Ahnung. Ja, MacGyver. Oh, ja, natürlich, okay. Ja, MacGyver, okay, alles klar. Mhm. So, MacGyver, den ich als Jugendlicher im Fernsehen auch manchmal gesehen habe, aber nie so regelmäßig. Und irgendwann habe ich mir alle Staffeln besorgt von dem und als Student dann angeguckt. Und auch wirklich so eine Folge die Woche. Ja, sind ja dann doch einige Längen drin. Aber je mehr ich ihn gesehen habe, fand ich ihn von der Figur her einfach so toll, dass ich ganz oft gedacht habe, ah, oh, das ist ein richtig gutes Vorbild einfach. Und zwar, erstens, er... Nun hör mir doch mal zu. Ja, erstens, doch. Er ist, weil die Vorgeschichte ist, er hat als Kind mal erlebt, dass irgendwie mit Schusswaffen Gewalt angetan wurde. Deswegen ist er gegen Schusswaffen. Fand ich schon mal super. So, zweitens, er versucht alle Probleme im Gegensatz zu seinen anderen 80er-Jahre-Action-Serien-Figuren, versucht er mit Köpfchen zu lösen. So. Mhm. Und mit Verstand, mit Wissen, was dahinter steht. In den besten Folgen kann man sogar noch was lernen. Er hat in seiner Wohnung hat er einen Kicker stehen. Wie geil ist das denn? Ein erwachsener Mann, der einen Kicker, so einen Krökeltisch hat. Weißt du? Ja, so. Okay. Ja, ich habe dich noch nicht überzeugt, merke ich schon. Also und, Philippa hätte mich jetzt noch mehr überzeugt, aber es gibt Menschen, die auch von einem Kicker... Ein Flipper. Ach so, nee, später war es so ein Eishockeytisch, den fand ich nicht mehr so gut. Aber was ich damit sagen will, ist, dass er immer in irgendwelchen brenzligen Situationen immer gesagt hat, Moment, wir kommen hier raus, wir finden eine Möglichkeit, erstmal ruhig bleiben und fertig. Und was mich stört, wenn es irgendwo brenzlig ist, egal in welcher Lebenssituation, habe ich das Gefühl, alle Leute kriegen Panik und laufen irgendwie wie aufgescheuchte Rümer rum. Und ich bin sehr bei mir daran in der Arbeit, das nicht zu tun. Und es gelingt mir mit jedem Tag besser, dass ich einfach so, Moment, wir müssen mal gucken, wie sind jetzt unsere Möglichkeiten, lasst mal planen. So, und es stört mich immer mehr, wenn Leute so, Hilfe, wie. So, und das hat er eben so schön. Und ich kann mich da noch sehr reinsetzen in diese Folgen. Ich nehme das immer sofort an, wie er da mit seiner Ruhe die Probleme löst. Ich bin total gespannt, wer jetzt sein viertes Vorbild ist. Ja, weil ich habe eine Idee. So. Michael Knight ist es nicht. Und der war nur das Auto cool. Ach so, nee, ich hätte jetzt an die drei Fragezeichen gedacht. Ach so, ja, stimmt. Wäre sind auch nicht? Nee. Niemand von den drei Fragezeichen? Okay, alles klar. Nee. Dann habe ich habe erwachsene Vorbilder. Also ja, die sind ja auch älter geworden. Okay. Ach so, du bist dran. Ja, mein drittes Vorbild. Das Witzige ist ja auch, die Parallele ist... du hast ja eben gesagt, so die anderen sind so in der Pubertät irgendwann gewesen und dann ne, so ein bisschen älter, dass du die irgendwie als Vorbild hattest und dann jetzt dieses Vorbild eben später. Und bei mir ist es auch eines, das erst später in meinen Fokus gerückt ist, und zwar tatsächlich Casanova. Ist das nicht auch dieser Liebestyp? So, jetzt hast du es sehr schön falsch zusammengefasst, aber genauso ist die allgemeine Schuld Auffassung. Schuld war nur der Casanova. Entschuldigung. Bossa Nova? Ich weiß. Hatte ich gerade im Kopf. Okay, ja, nee, wer hat es nicht im Kopf? Casanova. Casanova, eine real existierende Persönlichkeit. Ja, war wieder, klar, dass der real existierend ist? Ja, Entschuldigung. Ja, Mann. Nicht ganz so alt wie Epikur, nicht ganz so frisch wie Fromm. Also der hat auf jeden Fall in einem hohen Alter, also irgendwie 70 plus, hat er seine Memoiren geschrieben. Ja. Und hat dort sehr detailliert aufgeschrieben, was ihm im Leben passiert ist. Und unter anderem hat er auch sehr unverblümt seine Frauengeschichten notiert. Mhm. Deshalb, weil er das so frei von der Leber weg gemacht hat. Und das Anstößigste dabei gewesen ist, wird es manchmal darauf reduziert, dass es war das nicht der Typ, der ständig Sex gehabt hat mit unterschiedlichen Frauen so? Okay, ja. Also selbst das ist nicht so krass. Also der hat nicht so... Tag ein, Tag aus irgendwie die Frau gewechselt oder sowas oder keine Ahnung, sondern der hat auch Partnerschaften gepflegt und was weiß ich. Also das ist nicht so, dieses Vorbild von Casanova entspricht nicht so sehr dem, was er dort eigentlich schildert. Aber dazu gibt's auch einen Grund, warum dieses Vorbild so in den Köpfen ist. Und bitte? Zwar sind diese Memoiren extrem lang. Ich glaube, es sind 6 Bände oder 4? 4 oder 6? 4, weiß ich gar nicht. Die sind auf jeden Fall extrem lang. Hast du die alle gelesen?
Ja. Und die lagen in Deutschland zum Beispiel, lagen die Verwertungsrechte bei diesen Memoiren beim Bertelsmann Verlag. Und der Bertelsmann Verlag hat sich clevererweise gedacht, nach dem Zweiten Weltkrieg, hey, unsere jungen männlichen Leser, die brauchen ja irgendwas Aufbauendes. Die brauchen irgendwie so einen Fashion-Typen, der ständig Frauen rumkriegt. So. Und die haben dann einfach alles andere, was da drin stand, in den Memoiren zusammengedampft. Und haben das dann einfach nur auf die Frauengeschichten reduziert. Haben die das gekürzt dann? Stark gekürzt, sogar umgeschrieben. Und haben das dann als die Memoiren rausgebracht. Krass. Was aber überhaupt nicht dem entspricht, was da eigentlich drinsteht. Und wurde dann auch aktiv und gezielt für pubertierende junge Männer in Nachkriegsdeutschland irgendwie promotet. Ich bin ein pubertierender junger Mann in Nachkriegsdeutschland. Du hast es ja nicht gelesen, also von daher hat es nicht funktioniert, ne? Aber ja. Aber das hast du mir schon mal erzählt von der Serie, Fackeln im Sturm oder sowas? Mhm. Wo ja, ist auch. Ist alles politisch rausgekürzt haben, ne? Genau. Krass, was da passiert ist im Vorbereitungsprozess auf den deutschen Markt, ich nenne es mal so. Aber wenn du dir die kompletten Bände anguckst von Casanova, ist es halt extrem krass, mit wem er zu tun gehabt hat und wie seine Lebensgeschichte ist. Denn auch da, so hast du ja eben gesagt, bei Fromm so von wegen, der hatte offensichtlich das Privileg, dass er nicht arbeiten musste oder sowas, ne? Und bei Casanova ist es so, der ist irgendwie damals in irgendeiner christlichen Geschichte am Anfang groß geworden. Und irgendwann kam man in die Situation, dass er kein Geld mehr hatte. Und er hat sich gedacht, alles klar, ich fange jetzt mal an, Geige zu spielen in einem Orchester. Mhm. Hat es einmal gemacht und hat dann gesagt, Lohnarbeit ist echt nichts für mich. Ja, denke ich auch, wenn ich zur Arbeit gehe. Sein ganzes Leben ist er von einem Szenario eigentlich zum nächsten gestolpert, hat er bei dem Papst getroffen, Voltaire getroffen, Mozart getroffen. Aber hat er das wirklich alles? Ja, nein. Das doch. Das Krasse ist, dass Voltaire diese hat im gleichen Zeitraum wie Mozart gelebt? Ja. Ah, okay. Ich hätte viel später eingeordnet, na gut. Das Witzige ist halt, dass diese die Geschichten nicht alle überprüft werden können, aber die überprüft wurden, haben sich alle als, ja, das kann sehr gut so sein. Oder sogar, okay, hier haben wir noch eine zweite Quelle, die sagt dasselbe. Mhm. Also das ist extrem krass. Also ich habe auch gedacht so, okay, jetzt hat er noch die und die Person getroffen, hier den Graf von Montgermont hat er getroffen. Und also ganz oft ist es auch so, dass die Memoiren von Casanova herangezogen werden, um zu gucken, ob eine andere Quelle stimmt, sozusagen. So, also oh, er wird schon als Beweisfinder genutzt. Wie gesagt, er nimmt dort kein Blatt vor den Mund und selbst wenn er sich dort, ich habe keine Ahnung, inwiefern er sich dort als Held überhöht oder sowas. Das, was bei mir einfach angekommen ist, ist so eine, ich sage mal, Leichtigkeit. Also dieses Ding. Ja, so was Lebensbejahendes, ne? Offensichtlich, wenn er die definitiv, alle... Definitiv, genau. Alles ist okay, man, ja. Genau, und wenn Plan A nicht aufgeht, dann gibt's hier auf jeden Fall noch Plan B, Plan C. Und wenn die auch nicht aufgehen, dann wird's irgendwie ganz anders. Aber es wird auf jeden Fall irgendwie am Ende cool sein. Mhm. Und es gab irgendwie so ein, zwei Phasen in Casanovas Leben, die auch richtig blöd waren. Aber selbst die, also die gingen dann auch vorbei und die schildert er auch. Also er verheimlicht die nicht oder sowas, sondern er sagt dann auch, die nächsten drei Wochen ging es mir schlecht oder sowas. Mhm. Aber das geht dann halt weiter. Und das so zu lesen in dieser, ich sage mal, Leichtigkeit, in denen er diese Memoiren auch verfasst hat, vor allem die ersten zwei, drei Bände. Also so der letzte Band wird dann ein bisschen langatmig und so weiter. Der wird ein bisschen, da muss man sich dann eher durchquälen. Aber so die ersten zwei, drei Bände, die sind unfassbar mitreißend, was das angeht. Okay. Ja, du hast mich ein bisschen neugierig gemacht. Ist ja auch beim Impro-Theater ja auch so eine Sache, ne? Mit wenn Plan A nicht geht, muss da Plan B nicht ärgern. Erinnert mich an die Geschichte, dass ich mir einmal irgendwas ganz Exotisches gekauft habe und es musste aus China geschickt werden und ich war total unsicher und habe dich angerufen und gesagt, oh Gesha, hier, ich habe was bestellt und ich weiß überhaupt nicht und ist alles irgendwie komisch und diese Website sieht komisch aus. Und deine Antwort war, ja, ist okay, entweder es kommt und dann hast du's oder es kommt nicht und du hast eine Geschichte zu erzählen. Ja. Ja, und ich dachte mir so, nimm meine Sorgen mal ernst, hab aufgelegt und dann dachte ich, nee, recht, der hat ja doch irgendwie recht. So. Ja, ja, ja. ja.
Hatte dich dann nochmal versucht anzurufen, aber du hast mich schon enterbt. Das waren so Zeiten. Gescher ja. Geblockt. Zack. Eiskalt. Ja, von wegen, okay, jetzt sieht das gerade so aus, als ob das hier irgendwie gerade gegen die Wand fährt. Nicht verzweifeln, also so wie ähnlich wie MacGyver fast. Ich wollte gerade sagen, dein Casanova ist mein MacGyver. Ich hatte es schon im Kopf. Genau, richtig. So einfach mal chillen. Da wird schon irgendwas passieren, was irgendwie cool ist. So. Ja. So. Ist ja nur noch wichtig zu wissen, ob Casanova auch so gebildet war wie MacGyver. Naja, ich glaube, die sind da auf jeden Fall. Also, das kann ich noch nachschieben. MacGyver war, glaube ich, nicht Finanzminister in Frankreich, ohne das dass stimmt. er Französisch konnte. Das und musste stimmt. dann irgendwie innerhalb von kürzester Zeit Französisch lernen, um als Finanzminister durchzugehen. Das stimmt. War nicht auch sogar Che Guevara Finanzminister? Weil die ist Finanzminister. Und wir che Guevara? Haben einen Schwein gehabt. Na gut. Hm. Naja, ich merke gerade, du hast Figuren, also ich fasse jetzt mal ganz kurz jetzt mal so ein Zwischenfazit. Du hast Figuren genommen, die alle, ja sagen wir mal, ein gutes Leben geführt haben und an denen du dich vom Leben her orientierst. Mhm, ja, okay. Und ich habe Figuren genommen, wo ich sagen würde, geile Serie. Nein, ich habe Figuren genommen, wo ich sage, ich möchte so sein wie die. Ich hab jetzt noch eine also ich meine, du hast jetzt noch, wie viele Figuren hast du noch vor dir? Ich habe nur noch eine von mir und wir sind in der Zeit, ich weiß, schon überfällig. Schon weit drüber, macht nichts. Aber darf ich nochmal raten, wer jetzt die letzte Person ist? Du kommst nicht drauf, es tut mir leid. Nicht? Nicht Nein. Conan der Barbar? Nein. Nicht? Nein. Okay. Tut mir leid, ich habe da extra noch eine genommen, die ein bisschen anders gelagert ist. Ich auch. Also so, von daher, schieß los, gut, was deine ist. Ich wollte nur sagen, dass ich das spannend finde, weil deine Figuren sind ja, du würdest ja bei keiner deiner drei Figuren sagen, ich will so sein wie die. Das stimmt, aber sie haben mich stark beeinflusst. Sie haben dich geprägt, so. Genau. Bloß genau. Das ist unsere unterschiedliche Vorstellung vom Vorbild. Das finde ich für mich jetzt gerade spannend, das so rauszunehmen. So. Meine vierte Figur ist, sie heißt einfach nur Ben. Ist natürlich jetzt auch ein Filmdarsteller, ne? Und zwar ist aus dem Film Captain Fantastic, ach so. Einmal Wildnis und zurück, Viggo Mortensen spielt da diese Figur Ben, ein Familienvater von 6 Kindern, der im Wald lebt und sich sehr zurückgezogen hat von der Gesellschaft und die versuchen da im Wald so eine kleine ja Enklave aufzubauen, zu siebt und klarzukommen. Und ja, diese Lebenseinstellung, die da transportiert wird und gezeigt wird, dieser Mut und auch diese Kampfeslust, das anzugehen, sage ich mal, ne? Nicht dieses Verzagen und weiß ich nicht, wie das alles wird, das hat mir sehr, sehr imponiert. Und auch dann, das ist so eine Figur, genau wie bei MacGyver, dass wenn ich irgendwie bedenke, oh, wie soll ich das alles schaffen, boah, ich weiß überhaupt nicht, noch einen noch aus, denke ich, was würden die jetzt tun, die würden es schaffen. So, also das ist so meine Quelle der Inspiration und der Kraft. Okay, dann versteh ich auf jeden Fall deine Frustration darüber, dass ich diesen Film bis heute nicht komplett gesehen habe. Das stimmt, deswegen habe ich dir empfohlen. Und der Film ist von 2016, glaube ich. Das heißt, das ist meine mit Abstand weit aktuellste Vorbildfunktion. Vorbildfigur. Okay. Und auch wieder also, nicht in allem, aber im Grundsätzlichen. Aber also, es gibt wieder Parallelen zu MacGyver und so weiter, ja? Es gibt immer Parallelen zu MacGyver. MacGyver ist, alle Straßen führen zu MacGyver, würde ich jetzt sagen. Und wenn nicht, dann dreht er die so, dass die dahin führen. Ich meine, ich wohne auf dem Bauernhof. Hier gibt's auf jeden Fall auch immer Parallelen zu MacGyver. Absolut, absolut. Sehr gut. So, ich mach das mal so kurz, die Figur. Guckt euch den Film an. Unglaublich guter Film. Und man hat auf jeden Fall was zu diskutieren danach. Meine letzte Figur. Hattest du nicht am Anfang gesagt, du hast 5? Ja, ich habe hier noch BA aufgeschrieben vom A-Team. Ach, was? Aber ja, das ist. Also den witzigerweise fand ich halt cool. Hatte ich das A-Team auch kurz in Überlegung gehabt. Ja, Hannibal für dich, ne? Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte eben gedacht, so Face Hannibal, ja wohl Face, nicht. BA, also alle vier sind halt so, als Konglomerat ist es halt irgendwie so, dass es funktioniert. Ja, okay. Das Team, so soll ein Team sein, wie das A-Team. So ungefähr. Und genau. Dass man sich auch gegenseitig mehr oder weniger respektiert, obwohl man so unterschiedlich ist. Ja. Beim A-Team tatsächlich relativ genervt hat, ist diese latente Frauenfeindlichkeit. Oh, schrecklich. Die da drin haben.
Und dass sie dann eben auch tatsächlich Backstage, weil das hat so ein bisschen Kindheitstraum kaputt gemacht, ne? Backstage-Frauen wirklich auch rausgemobbt haben. Ja. Immer wenn die versucht haben, okay, hier machen wir noch eine Frau ins Team oder sowas, ne? Dann hat mich genauso. Die wird noch zwei Wochen oder sowas bei uns überleben und dann zack. Ich habe das nachgelesen alles und fand es genauso schrecklich wie du und dachte, oh, das ist auch ein bisschen, jetzt hat es kaputt gemacht, das, weil da eine Frau gut rein, die erste, die drin war, die hat richtig gut reingepasst und es hat mich gestört, dass sie die rausgenommen haben. Auch bei MacGyver, der hat nie irgendwas gegen Frauen gesagt. Schon damals, 80er Jahre. Apropos, ja? meine letzte Vorbildfunktion, und das ist so plus eins, sage ich mal. Figur, also die, die ist wirklich komplett anders als die drei davor. Ja. Ist tatsächlich, und das kam jetzt in diesem Podcast auch schon vor, der Macho Man. Endlich hast du mal eine Figur gewählt, die nicht... Die du so kennst, die du noch aus der Schule kennst. Ja, Macho Man. Den Macho alle Man kennen, auch Randy alle Zuhörer Savage. Jetzt mal sagen, oh, endlich kennen wir den mal. Genau. Epikur, keine Ahnung. Wobei der Macho Man ja auch ein Casanova ist, ne? Nicht wirklich, oder? Ja, also nein, bei ihm, also Macho Man muss ich jetzt auch klar abgrenzen, es geht mir nicht um die Privatperson. Randy. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig manchmal abzugrenzen, aber es geht mir wirklich so um die Bühnenpersona. Es geht mir jetzt wirklich darum, wie er sich, also Macho Man ist ein Wrestler, Macho Man Randy Savage ist ein Wrestler und wie er sich im Ring dargestellt hat, seine Backstage-Promos, die er gehalten hat, die fand ich unglaublich gut. Seine Stimme natürlich, wer möchte nicht so eine Stimme haben, so eine Reibeisenstimme. Macho Man, dig it. Ja, ja. Richtig. Ja. Also Story, also, ist ja spontan. Das ist so das letzte Vorbild. Also von daher wäre das jetzt auch ein fiktiver Charakter. Dann war es ja wirklich sehr traurig für dich, als er gestorben ist. Ja, ich auf dachte, jeden du Fall. Spielst das eher so. Nein. Nee, es war für dich traurig. Und das Witzige ist halt wirklich, dass die WWE ja damals irgendwie zwei Jahre vorher oder sowas eine DVD rausgebracht hat mit den besten von Macho Man. Und diese DVD haben sie genannt Macho Madness Never Dies. Ah. Und dann hast du dein T-Shirt so genannt. Als er dann gestorben ist, habe ich dann gedacht, alles klar, ich muss jetzt ein T-Shirt machen, Macho Madness Never Dies. Mensch, jetzt habe ich den Link auch verstanden. Ach krass, ja gut. Ja. Und ich dieses dachte, das Macho Madness so Ding, das ist natürlich dann auch nochmal, das ist ja auf so einer doppelten Ebene. Ne? So, also wenn man dann schon selbst weiß, okay, dieses Macho-Ding, das ist mad, das ist etwas, was man vielleicht überdenken sollte oder also so toxische Männlichkeit mäßig mal reflektieren kann. Aber diese Bühnenpersona, auch wenn ich jetzt irgendwie als Gesher the 14th of Greenskull, also als Alien auf der Bühne stehe, diese grünen Fransen mit den Pailletten und so weiter, das ist definitiv Reminiszenz an den Macho Man. Ah, sehr schön. Wobei er natürlich immer noch viel, viel farbenfroher war. Aber es waren die 80er auch wieder. Wir müssen viel. Ich weiß gar nicht, ob er farbenfroher war. Er war ja schon relativ reduziert auf meistens zwei oder drei Farben. Okay, ja. Aber er war noch aber das mehr wechselte. Glitter und so. Ja. Genau, richtig. Bis in die Haarspitzen quasi. Ja. Glam. Okay. Ja, krass. Ja. Gut. Jetzt haben wir natürlich noch, also jetzt sind wir, glaube ich, durch mit unseren Vorbildern und im Allgemeinen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, um die Klammer zu schließen? Na bitte. Es sind alles Männer. Ja, richtig. Es sind alles Männer. Und ich hatte dann auch darüber nachgedacht, ob die auch alle weiß sind. Bei Epikur, ich habe keine Ahnung, Epikur, um ehrlich zu sein. Epikur? Casanova weiß ich jetzt auch nicht. Also... Bei meinen Figuren leider ja. Meine kommen auch alle aus Hollywood fast. Ist schon schlimm, wie Hollywood das Ganze prägt. Ja, aber man macht ja was damit. Ich nehme die ja nicht blanko so auf. Ich habe ja was mit den Figuren gemacht. Aber ja, es ist krass. Sind alle männlich? Ich habe auch lange nach einer nach einer Vorbild. Jetzt nicht Marie Curie, ist doch cool. Ja, aber das ist halt kein Vorbild für mich. Ja. Ich hatte gedacht an Lou Andreas Salome. Die kenne ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Das ist halt die Frau, die irgendwie was mit Rieke hatte, die dann eine Psychologin wurde und sich mit Freud, also die von Freuds Schülerin war sozusagen. Und keine Ahnung, die war diejenige, die dazu geführt hat, dass Nietzsche geschrieben hat, wenn du zur Frau gehst, vergiss die Peitsche nicht. Aha. Weil die so einen eigenen Kopf hatte damals. Gut. Und da denke ich eben, ich glaube, ich finde die schon sehr cool, aber in meiner persönlichen Laufbahn hat die jetzt keine große Rolle gespielt irgendwie. Ja. Also, ja, es ist schon schwierig. Es ist schon schwierig. Ich meine, klar, Sporty Spice. Sporty Spice? Ist das die eine? Spice Girls? Ist das von den Spice Girls die eine? Ja. Ah, die hieß Lucy und Mel C, kenne ich.
So, also, nee, ich fand das nur spannend, weil mir mal eine Freundin einfach den Gedanken gegeben hat, als ich gesagt habe, hier, in den 80er Jahren musste man eigentlich A-Team, Knight Rider und MacGyver gucken. Das waren so die drei Serien. Und da meinte sie, ja, aber da ist ja keine Frau dabei. Und ich guckte sie an und dachte, ich habe es noch nie halt aus der Sicht einer Frau gesehen auf die Serien von damals. Da ist ja wirklich keine Frau dabei. So, ist ja krass. Wen habt ihr denn dann angehimmelt quasi, ne? Wo waren denn eure starken Frauenfiguren, außer jetzt Sigourney Weaver in Alien oder so? Aber stimmt, das sind alles schon Männer. Schon fast revolutionär, muss man dazu sagen, dass bei Knight Rider Bonnie da war. Das, und die war auch noch die Technikerin. Die Technikerin, die sich darum gekümmert hat, dass das Auto fuhr. Da, so. Was ist da los? So, ich komme mal ganz schon über ihren Schatten gesprungen. Total. Ja, das war wirklich gut. Das war echt gut. Müssen wir wieder Knight Rider zugute halten. Aber ansonsten, also, ja, wenn sie irgendwie in Probleme geriet, ich habe keine Ahnung, ob das passiert ist, aber dann war das ja schon so, dass sie Michael Knight rausholen musste. Ja, na klar. Okay. Ich wäre jetzt gerne noch zu den musikalischen Vorbildern gekommen, aber vielleicht heben wir uns das jetzt für die dritte Folge auf. In Ordnung. Dann, ich bin nämlich... Ich kannte alle Vorbilder von Fredanko bis auf Ben. Ja, Ben. Er hat auch keinen Nachnamen. Also meine Hausaufgabe ist, ich muss mir auf jeden Fall nochmal diesen Film angucken. Meine Hausaufgabe ist, alle Vorbilder von dir zu lernen. Zu lernen. Ich fange mit Casanova heute Nacht noch an. Guck einfach mal bei, weiß ich nicht, so Zitatesammlungen. Was haben die so Kluges gesagt? Was haben die Kluges gesagt? Ja, klar. Ja. Und wir wünschen unseren Zuhörenden. Ja, danke, sehr schön gebildet. Dass sie gesund bleiben und dass wir uns dann zum 1.8. wieder hören, ne? Mit unseren musikalischen Vorbild. Ist so, die Zeit fliegt. Ja. Und dann vielleicht wollen wir dann auch noch was über unsere Musik sagen und so. Also wie wir das dazu ich kommen schön. Und so weiter. Ja, unsere auch musikalische Vorbilder. Ja. Da muss Wir haben noch so viele Baustellen, die wir klären müssen auch. Mann. Ach, jetzt müssen wir erst mal ein Ende finden, ne? Ja, so, jetzt finden wir jetzt das Ende. Klemper in die Tasten, hau rein, spiel die Saiten und los geht's. Tschüss. Und die Welt schaut dir zu und sie sagt, was sie tut. Und sie sagt, dass jede Person für sich selbst denken muss. Und die Welt stimmt dir zu und schiebt isolierten Einzelfrust. So hat das Vorbild ein Nachsehen und sein Publikum wählt und er sagt, was er denkt. Und er sagt, dass alle Menschen Individuum wären und die Welt stimmt ihm zu und rennt ihm hinterher. So hat das Vorbild ein Nachsehen. Und jedes Vorbild ist so tückisch, jedes Vorbild ohne Rücksicht. Missverstand ist eine Falle, das Vorbild ist Rückansicht der Medaille, der Medaille. Weil man das L bei der Medaille nicht mitspricht.